Arnhem, Niederlande, 7.8.1987. Rekonstruktion. Het eerste wat ik me weet herinneren is. Het eerste aan dat ik me herinner is dat ik daar unten op de bodem lag. Ik was etwa 4 meter über mir en was geschockt. Dat daar unten ben ja ik. Daar stond een vrouw. En een man in grauwe hose en blauwe jacke was dabei, mir den helm vom kopf te ziehen. Dan kam een rettungswagen angefahren. Und da stiegen zwei Jungs aus, die ich in der Nacht schon gesehen hatte, in dem Krankenhaus, in dem ich arbeitete. Ich war morgens auf dem Weg zur Arbeit und ich kam als Erste zu der Unfallstelle. Da lag der Junge auf der Straße. Er hatte die Augen geschlossen und war bewusstlos. Da kam noch ein anderer Herr dazu, der hat ihm den Helm abgenommen. Ich habe ihm noch gesagt, lass den Helm sitzen, man weiß ja nicht, was mit dem Jungen los ist. Ich habe dann noch gewartet, bis die Ärzte und die Ambulanz kamen und dann bin ich weitergefahren. Präzise Wahrnehmungen an der Grenze des Todes, von einer Zeugin bestätigt. War Mick Bruckhausen vielleicht nicht vollständig bewusstlos? Er könnte die Berührungen noch gespürt, könnte Dialoge verstanden haben, tief im Gehirn, unterhalb der Schwelle seines Bewusstseins. Und die Reste seines Ichs hätten dann aus der Bibliothek der Erinnerungen den Blick von oben rekonstruiert. Nicht sehr wahrscheinlich, denn Mick Bruckhausen hatte zu diesem Zeitpunkt ein schweres Schädelhirntrauma. Monate verbrachte er später in Krankenhaus und Rehabilitation. Er stand wirklich an der Grenze des Todes. Und dennoch war seine Reise noch lange nicht zu Ende. Ich kam in einen Tunnel. Und am Ende des Tunnels war eine Art leuchtende Kugel. Da schwebte ich drauf zu. Und als ich durch die Kugel flog, waren da wunderbare Farben. Rosa, blau, gelb. Und ich sah einen Baum mit ganz besonderen Blüten. Dann kamen drei Gestalten auf mich zu. Das waren Verstorbene. Mein Opa, mein Schwiegervater und ein Freund. Die sagten, komm hierher, es ist sehr schön hier. Und sie gaben mir eine Art Führung durch wunderschöne Landschaften, in denen sehr tiefe Ruhe herrschte. Schließlich kamen wir an einen Bach. Die Lichtkugel war immer dabei. Am Bach bekam ich plötzlich wie in einem Blitz mein ganzes bisheriges Leben zu sehen, von meiner Geburt bis kurz vor dem Unfall. Dann ging ich durch die Lichtkugel. Und darin saß ein Baby. Ich wurde über den Bach geschoben mit der Mitteilung, du musst noch etwas zu Ende bringen. Und es zog mich in eine Art Spirale und ich fühlte so etwas wie eine Explosion. Ich wachte auf mit großen Schmerzen und ich blickte in einen grünen Überwachungsmonitor.